Guten Morgen, here we go again. Heute mit dem Blick in Öl. Haha, <laughs> da ist was los. Da geht die Post so richtig ab hier. Der Ölpreis absolut durch die Decke. Wir hatten ja gestern schon eine kleine Frage zum Thema Öl und da sagte ich, ich glaube, es wird Zeit, dass wir Öl mal wieder ein bisschen näher beleuchten. Ja, wir hatten ja viel Spaß auf der Unterseite beim Öl. Jetzt wird Zeit, die Oberseite weiter mit im Fokus zu behalten und Anhaltspunkte, wo es hingehen kann, die sehen wir in den größeren Zeiteinheiten. Da schauen wir gleich drauf. Lohnt sich absolut dorthin zu schauen. Danach schauen wir auf die Währungen und zwar Australdollar, Schweizer Franken und Australdollar japanisches Yen. Habe ich heute mal mitgebracht. Warum äh, diese Währungen oder beziehungsweise warum auch Währungen jetzt so ein bisschen außerhalb vom US-Dollar heute und morgen mit auf dem Programm stehen, ist eine einfache Tatsache. In den USA ist Feiertag, die haben heute Thanksgiving, morgen. Naja, da ist nur halber Handel an dieser Stelle und da ist natürlich viel, viel weniger los an den Märkten und deshalb ist es oft so dass alles, was mit dem Dollar zu tun hat, sich relativ wenig bewegt. Deswegen haben wir ja aber genug Auswahl an dieser Stelle. Und wir schauen dann entsprechend auf die anderen Währungen und Wunschmärkte. Natürlich auch hier an dieser Stelle. Guten Morgen, alle, die hier live zuschauen. Der Zoom-Link funktioniert heute nicht. Ich kriege den nicht gestartet. Liegt nicht an Zoom. Hat andere Hintergründe. Weil Zoom sollte eigentlich funktionieren. Ich hoffe, morgen geht wieder alles in seinem gewohnten Gang. Also alle, die jetzt heute hier auf Facebook zuschauen, let's go, fragen gerne rein in den Chat, ich kümmere mich drum, deswegen bitte nutzen, zuvor bitte der Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und dann machen wir noch ein Quickie in die Nachrichten rein, viel ist heute nicht los, weil wir halt Feiertag auch in den USA haben, wir sehen es oben. Dankfest GFK Konsumklimaindex heute hier oh, na, minus 6,7, vorher minus 3,2, erwartet waren minus 5. Puh. Die Konsumenten, das Klima, das sieht gar nicht gut aus im Moment und das ist hier der aktuelle Wert. Hm. Schwierig, ja, die Lage bleibt extrem angespannt. Man kann nur hoffen, dass es tatsächlich nächstes Jahr dann besser wird, gerade auch für das Thema Einzelhandel, für die ganze Gastronomie. Das sieht ziemlich düster aus. Wir haben ja jetzt auch aktuell die Daten bekommen, oder was heißt die Daten, das Vorhaben bezüglich der Einschränkungen durch Corona, die muss ich jetzt hier nicht großartig aufführen, aber wir wissen ja an dieser Stelle, es bleibt weiterhin ja im Bereich der Möglichkeiten eng. Ja? Große Einschränkung haben wir da. Bisschen Lockerung zu Weihnachten und im Jahreswechsel. Danach geht wieder alles dahin, wo wir es jetzt aktuell auch haben. Also es bleibt schwierig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und die Hoffnung ist auch das, was die Ölpreise momentan treibt. Gehe ich nachher darauf auf. Ansonsten kriegen wir heute das EZB-Sitzungsprotokoll, äh, den geldpolitischen Begleittext der EZB. Und dann auch hier zwei Reden von EZB-Mitgliedern. That's it! Viel mehr ist heute nicht auf der Nachrichtenseite. Und wir wissen ja, dass an solchen Tagen, wo wir relativ wenig Marktnachrichten haben, also Dinge, die starken Impact auf die Märkte haben können, dass da die Trends ganz gut funktionieren. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an mit Blick auf die Charts hier im MetaTrader zusammen mit dem StereoTrader und natürlich immer wieder für die Trendanzeige hier das MTON Live Signal. Fragen dazu, bitte gerne auf mich rauf. So, das wär's an dieser Stelle für die Vorrede. Jetzt gehen wir rein in die Charts. Wir starten zunächst mit Öl. WTI, Kürzel hier bei Tickmill, XTI. Chart mache ich auch gleich noch groß, damit jeder sehen kann, was ich hab. Ja, Guys, und was sehen wir hier? Wir sehen hier den Tageschart. Aber ich möchte an dieser Stelle zunächst erstmal kurz auf die große Woche eingehen. Warum? Schaut euch mal an, was gestern hier passiert ist, beziehungsweise vorgestern. Wir haben jetzt hier auf der Basis der Woche wieder einen Aufwärtstrend. Ich habe den hier an dieser Stelle mal skizziert mit diesen grünen Linien. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Hier. Schöne starke Bewegung, Korrektur. Ja, hier hatten wir Spaß auch auf der Unterseite. Und jetzt hat der Markt hier rumgedreht. Eins, zwei, drei, vier Wochen Rally, wo wir mittlerweile drinnen stecken. Also hochinteressant dieses Thema. Und das ist jetzt natürlich dann immer die Frage, wo der ein oder andere hinter sich fragt, uh, wo kann es denn jetzt hingehen? Wo sind denn Anlaufpunkte, Anlaufmarker? Und da ist mal locker das Thema hier oben um die 50 Dollar drin, wenn man etwas tut, was in der Charttechnik ähm, gang und gäbe ist und was immer wieder relativ gut funktioniert. Und zwar, wenn man ein Ziel bestimmen möchte, einfach mal schaut, wie überhaupt das Potenzial einer Bewegung ist, dann misst man den Rückgang, also die Korrektur zur vorangegangenen Bewegung aus. Und wenn wir das mal machen, das ist das, was ich hier gemacht habe. Ähm, einmal nach unten und das ganze oben drauf gespiegelt, ne? Wir sind ja hier oben vom Top um die 4360 runtergegangen auf 3350 ganz grob in etwa, dass diese Differenz oben drauf spiegeln, ne? Dann gehen wir hier oben rein Richtung ja, 538054 in diesem Bereich, was wir hier tatsächlich an Potenzial oben drauf haben, ne? Das wenn es ausgelöst wird, natürlich schon mal ein guter Richtwert ist und wenn dann auf dem Weg dorthin auch noch ein paar wirklich interessante Chart-Level liegen, dann ist das tatsächlich ein Punkt, den man hier zur Planung nehmen kann, wenn man es die Bullen entsprechend ernst meinen. Und deswegen erst einmal der Blick ins große Gesamtbild an dieser Stelle. Aber eines darf man auch nie vergessen. Ich gehe mal kurz noch ein Stückchen höher. Das ist jetzt sozusagen mal die der, der Ansicht oder die Ansicht hier im Monatschart an dieser Stelle. So, und was haben wir hier im Monatschart? Schaut mal, ich skizziere es mal ganz kurz rein. Der ein oder andere mag es mittlerweile auch schon gut sehen. Jetzt muss ich nochmal schauen, hier das Zeichen kurz drauf machen. Schaut mal, was wir hier haben. Im ganz, ganz großen Bereich haben wir einen stark fallenden Markt. Ne? Das ist also ein Abwärtstrend im Öl. Und das hier ist ebenfalls ein Abwärtstrend im Öl. Der momentan korrigiert. So, das ist also das ganz, ganz große Bild. Und wenn man mich jetzt fragt, wie ich das ganz, ganz, ganz langfristig sehe, gehe ich schon davon aus, dass wir, sage ich mal, irgendwo in diese ganz, ganz große Richtung, was wir hier jetzt sehen, auch weitergehen. Warum? Wieso gehe ich davon aus? Ich gehe davon aus, weil wir. Zukünftig, also in den nächsten Jahren. Ich rede hier nicht von den nächsten ein zwei Monaten, sondern wirklich im ganz ganz langfristigen Bild gehe ich davon aus, dass immer weniger Öl gebraucht wird und das wird sich dann mit Sicherheit auch auf die Ölpreise auswirken. Es sei denn, es produziert kaum noch jemand Öl, ja? Und dadurch haben wir eine extreme Nachfrageknappheit, äh, Angebotsknappheit, dass dann die Preise durch die Decke schießen. Das wird sich zeigen. Aber wenn wir, sage ich mal, ein ein, ein ein Ölproduktionsverhältnis haben, so wie wir es jetzt in etwa auch haben mit den ganzen vielen Ölproduzenten dann denke ich mal schon, dass wir hier ähm, jetzt nicht einfach wieder hochlaufen deutlich über 100 oder so, sondern eher die untere Seite sehen. Nur das ist einfach mal ja sag ich mal quer gedacht in die ganz ganz lange Zeit kurzfristig viel viel interessanter auf die Charts zu schauen. Das heißt wir gehen jetzt mal zurück hier in den Tageschart und da kommen wir auf das zu sprechen, was ich gestern früh schon angedeutet habe und zwar die Situation, wenn wir uns das mal anschauen wollen hier an dieser Stelle der Markt, schwingt nach oben. Ne? Hier sind mal so die trendigen Verläufe auch mit eingezeichnet. Hier das große Bild ist natürlich auch mit da. Aber was für mich jetzt viel viel interessanter ist, ist, wenn wir uns mal das kleine Bild anschauen. Also das, was hier unten drinnen passiert ist, was sich jetzt schön hier hochschwingt, das ist die spannende Sache. Und da hatte ich ja gestern schon gesagt, durchaus Potenzial zur Oberseite rein. Und wenn man mal schauen will, wo tatsächlich auch gute Potenziale liegen auf der Oberseite, ähm, dann sage ich an dieser Stelle Hallo, guckt mal hier, da drüben, das ist ein Marker, den man durchaus auf der Uhr haben sollte. Das war aus diesem Abwärtsschub nach unten ein Korrekturhoch und dann haben wir hier oben drüber schon den Verkaufsbereich. Also hier das Level um die 48,60 bzw. hier der Drehbereich um die 50 US-Dollar. Das sind erstmal gute Widerstände, die man zunächst anlaufen kann. Und dann, wenn das gewuppt wird, haben wir das nächste Level oben drauf und zwar ist das hier... Der Verkaufsbereich, der hat hier auch einen Doppeltop gemacht an dieser Stelle. Und was man auch sieht hier im Hintergrund, hat das Ganze auch schon eine Rolle gespielt. Das heißt, wir haben dort oben mal mit Sicherheit einen Bereich, der wird hier im Widerstand auch sehr, sehr interessant sein. Das ist die Marke so ein bisschen um die 54 Dollar. Da ist also viel Potenzial zur Oberseite drin. Die Frage, die sich hier jetzt stellt, ist nur die. Geht es direkt nach oben oder sehen wir Korrektur? Und das ist das, was ich gestern schon mal leicht angedeutet habe, hier an dieser Stelle, wo ich sehe, dass wir doch deutlich stark gelaufen sind. Ne? Wir sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage in Folge ähm, gestiegen. Kann man einfach mal anders sehen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tage ohne großartige Korrekturen hier in diesem Bereich zu haben. Also. Es sind halt ansteigende Tage, kurzes Verharren, aber wir haben jetzt nie sowas oder sowas hier gesehen. Ne? Das heißt, das ist eine schöne, starke Bewegung nach oben gewesen, die so ein bisschen Überdehnung gebracht hat. Und das ist jetzt der Punkt. Hier oben sind wir angekommen im Tageshoch von gestern. Das haben wir gehabt um die Marke von 46 Dollar. Und jetzt wird Zeit möglicherweise für eine Korrektur. Und das ist wiederum die Chance, die wir haben. Und wenn wir uns jetzt mal den letzten Bewegungsarm zum Beispiel anschauen, also das, wo wir von hier unten rausgekommen sind, so um den Bereich 38, 85 bis, bis 39, wo wir hier unten schön hochgestartet sind. Da finden wir Korrekturpunkte und zwar das sind diese sogenannten Pivot Levels und diese Pivot Levels, das sind die Marker, die gerne als Drehpunkte genommen werden im Sinne des laufenden Aufwärtstrends. Das heißt, das sind Marker, die wir hier zum einen für den Korrekturhandel nutzen können, wo man sagen kann, dort gibt es Ziele, wo ich meine Position schließen kann, aber auch für diejenigen, die sagen, naja, ich bin. Ich habe nicht die Zeit, den Korrekturhandel zu betreiben, weil das einfach zu markteng ist. Die legen sich einfach auf die Laue und sagen, wenn wir an diesen Punkten Umkehrsituationen bekommen, dann wird es Zeit für mich reinzugehen. Das ist ein bisschen weniger zeitintensiv an dieser Stelle. Ne? Also hier haben wir da natürlich erst einmal das Ausbruchslevel hier, das habe ich völlig vergessen einzuzeichnen hier. Also dieser Bereich hier oben um die 43 US-Dollar, als es hier nach oben ging, also als sich das Ganze hier nach oben hin fortgesetzt hat. Das wäre das Erste. Was wir schön im Tageschart erkennen können. Das zweite, was wir im Tageschart erkennen können, ist hier dieses Ausbruchslevel. Das sind die 42-42. Und dann geht es tiefer runter. Hier unten rein. Ganz, ganz weit natürlich ein paar Auffangmarker, Auffangmarker. Da muss man aber sehen, ob die Korrektur wirklich so tief geht. Hier der Drehbereich hier. Das haben wir hier hinten gesehen. Hier und hier an dieser Stelle auch so um die 36-85 ähm, bis 36-90 hier in diesem Drehlevel. Und dann dieser große Auffangbereich um die 33 da sehen wir dann allerdings sehr, sehr stark korrektive Phasen. Für alle die, die sich sagen, hm, wir warten erstmal, ob es überhaupt so tief geht, ja, da macht der Blick in die kleinere Zeiteinheit Sinn. Das heißt, hier einfach mal den nächsten Zeiteinheitsarm zu nehmen na, und dann raff ich das Ganze kurz etwas zusammen. Das ist mal die Stunde und wir sehen hier wie schön der Markt nach oben getrendet ist, nach oben gelaufen ist und was wir hier entsprechend jetzt sehen ist natürlich zum einen für die die sich sagen, okay, schauen wir doch mal, was die Korrektur hier macht, wann der Bewegungsarm zu Ende geht und da ist es tatsächlich so wie immer auch, hier haben wir einen Trend und ein Trend wird gebrochen, ja, wenn er wenn sein letztes Tief entsprechend unterschritten wird und welches Level ist das hier? Das ist relativ schnell ausgemacht hier. Dieses Level hier haben wir es zwischentief gehabt hier unten drinnen, also dieser Bereich hier um die Marke von knapp 44,90 in etwa, dieser Drehbereich. Wenn es daran drunter geht, dann haben wir erstmal hier einen Abwärtstrend in der Stunde und das ist dann die korrektive Phase. Und da kann man dann schon sehen, wo es denn tatsächlich ranläuft. Und da können wir tatsächlich unten die Schwungbereiche nehmen. Das heißt, hier Nummer 1, das Level aus aktueller Sicht jetzt hier um die 44, 42 bis 45, also das Level, was wir hier oben haben, in diesem Drehbereich rum. Das ist Nummer 1. Nummer 2, natürlich hier dieser Ausbruchsbereich, den wir gerade auch im Tageschart gesehen haben. Grob die Marke von, drei, ähm, von 43, 60. So. Und dann, äh, dann kommt es drauf an, wo sind weitere Schwungmarken. Ja? Und da ist es halt so: schaut mal hier in diesem Bereich um die 43 US-Dollar, da war das Ausbruchslevel, das Schwunglevel hier, da haben wir dieses kleine Zwischentief hier unten gehabt, um ganz grob die Marke von 43, wo war es gewesen 43 10 hier unten im Tief, also dieses Level ein Anlaufpunkt und das nächste, was wir unten drinnen haben, ist hier dieses Umschwunglevel und auch dieses Fortsetzungslevel hier, da sehen wir auch die Marke von, 43, äh, von 42 42 bis 40 hier, dieses Level, das ist wichtig, da ist ein Anlaufpunkt, ja und dann kommt ein nächster Bereich auf der Unterseite auch hier Schön ein Bereich mit Relevanz im Bereich der, sage ich mal, Testung dieses Levels und zwar hier drunter, dran, runter, drüber, hoch, rauf, hoch, ran, hoch. Also dieses Level um die 40, 85 in etwa, das ist ein Level, das ist hier relativ gut zu sehen, dass der Markt das Ganze schon häufig antizipiert hat. Also hier diese Level und das ist Thema Korrekturausweitung. Das heißt, hier sind einige Marker da, die man nehmen kann für die Planung einer Korrektur. Jetzt kommt es halt darauf an, wie stark die Korrektur wird. Und wie schon gesagt, diejenigen, die sich sagen, wir wollen die Korrektur traden, für die wird es dann interessant, wenn der Markt erst einmal hier unten drunter fällt. Ne? Weil bevor wir nicht hier unten drunter gefallen sind, haben wir keinen Gegentrend. Und solange wir keinen Gegentrend haben, solange macht das Thema Korrekturhandel überhaupt keinen Sinn. Ja? Also hier an dieser Stelle brauchen wir sozusagen. Genau dieses Bild, was wir hier haben, zack, dann runter und dann den Bruch dieses Levels hier. Und danach können wir uns auf der Unterseite sehr, sehr schön, sage ich mal, Level raussuchen, die wir als Drehbereiche nutzen können, um das Ganze zu planen. Und wie schon gesagt, das sind dann auch Punkte, wenn dort dann plötzlich. Eine Nachfrageumkehr wiederkommt, das sind dann die Longchancen, die wir auf der Uhr haben. Da gucken wir dann hier morgens definitiv auch immer schön mit rein. Das ist der Blick in das WTI. So, und dann gehen wir rüber zu den Währungen. Und da hatte ich vorhin avisiert: Australdollar, Schweizer Franken und Australdollar japanischer Yen. Und ich gucke gleich mal noch in den Chart mit rein. US-Dollar Cannes-Dollar soll ich mit anschauen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, Thema Kryptos haben wir momentan bei Tickmill nicht, äh, kann ich also Charttechnik relativ wenig sagen. Ich weiß natürlich, das Thema ist momentan in aller Munde. Ja. Der Bitcoin ist gigantisch wieder angestiegen. Ähm, es ist ein großer, großer Hype momentan ähm, im Ripple beziehungsweise XRP, gibt es sehr, sehr viele Nachrichten mit einem Spark-Token, da gibt es bald was geschenkt und, 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 das sind alles Dinge, die geistern so ein bisschen durch die Medien. Ähm, charttechnisch, wie schon gesagt, ähm, ich habe das Thema kaum auf der Uhr, äh, weil ich einfach dieses Thema auch nicht trade, also ich kann dazu gar nicht so viel sagen, da gibt es andere Spezialisten und wie schon gesagt, rein aus charttechnischer Sicht ähm, haben wir es bei Tickmill hier an dieser Stelle ähm, im, 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 im Forex Markt ähm, überhaupt nicht mit drinnen von der Seite her ähm, fokussieren wir uns auf das, was wirklich da ist, und zwar auf die Charts hier vom Australdollar Schweizer Franken, beispielsweise. Wie schon gesagt, us dollar Cannes-Dollar nämlich auch mit rein. So, Australdollar, Schweizer Franken, da ist er hier im 15 Minuten Chart. Wir brauchen jetzt allerdings erst einmal den Blick in das große Bild. In den Tag und da sehen wir. Eine wirklich, wirklich schöne Verortung oben in einem Widerstandsbereich hier an dieser Stelle. Und der Widerstand ist echt sehr, sehr, sehr wichtig. Und das Verhalten, was wir hier momentan am Markt sehen, ist doch relativ interessant. Relativ interessant. Warum? An dieser Stelle, schaut mal hier oben. Wir sind über dieses Widerstandslevel drüber gelaufen hier. Das ist die Marke von, naja, knapp 0,67, ne? Dieser Bereich hier oben, da sind wir raufgelaufen. Wir konsolidieren momentan, ja, das ist ganz klar. Das sehen wir hier unten, dieses kleine Zwischentief. Ich mache das mal ganz kurz in Grün hier rein, kurzen Augenblick. So, also hier unten dieses Level, wo wir drin sind. Ich mache den Schatten mal noch ein bisschen größer. Das ist schon interessant zu sehen, dass wir jetzt wirklich mit hoher Dynamik hier in diesen Trend, der hier reingelaufen ist, auch schön nach oben gelaufen sind. Also hier Bewegung, Korrektur, weite Bewegung, Korrektur auch schön bis in einen Kaufbereich rein. Also auch ein schönes ähm, Support-Level hier an dieser Stelle sozusagen. Ähm, und ähm, das Ganze zu sehen. Das ist natürlich hochinteressant an dieser Stelle. Ne? Also an diesem Punkt hier ähm, ist, haben wir einen schönen, schönen Trend zu sehen. Und dieser schöne Trend sozusagen, der läuft hier rein. Und korrigiert jetzt so ein bisschen. Und das Thema ist natürlich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr interessant ähm, an dieser Stelle. Ähm, und ja, da muss ich sagen, das Ganze geht schon relativ gut zur Sache. Und da ist es jetzt halt wirklich ähm, hoch, hoch spannend zu sehen, ähm, was wir hier an dieser Stelle jetzt bekommen werden. Denn, passt auf. Laufen wir hier oben drüber über dieses Hoch, dann ist es jetzt nicht ein einzelnes Überschreiten dieses alten Widerstandsbereiches oder dieses aktuellen Widerstandsbereiches, sondern es ist tatsächlich jetzt der Schub dann oben drüber. Und das bringt uns dann in die Situation, dass wir deutlich weiter nach oben laufen können. Das heißt, an dieser Stelle, hier mache ich mal kurz klein haben wir die Potenziale zur Oberseite hin. Denn die liegen, wir haben es schon eingezeichnet hier an dieser Stelle, in den höheren Bereichen. Das heißt, die Anlauflevel, die wir hier an dieser Stelle dann da haben, die sind durchaus Potenzial für... Die Longseite. Und zwar, wenn es hier drüber geht, über dieses Tageshoch, das nächste kleine, was wir haben natürlich erstmal hier oben, die 06743. Und dann schaut mal hier oben, diese beiden Schwunglevel, die sind ein ganzes Stück weit weg, ist schönes Potenzial zur Chart-Oberseite hin. Hier die Bereiche um die 6835 und ja knapp die knapp 069. Hochinteressant. Sehr, sehr schön, wenn es hier oben reingeht. Das ist die Chance, die wir haben. Und wie immer, wir sehen natürlich in den kleineren Zeiteinheiten, wann es Zeit wird, sich auf diesen Zug mit aufzuschwingen. Und da brauchen wir jetzt nur mal kurz in die Stunde reinzuschauen. Und da sehen wir es halt auch hier. Das ist mal der Trend. Der hier nach oben läuft, hier haben wir schön die Korrektur nach unten am Laufen und ein erstes Indiz dafür, dass der Markt eine Chance hat, höher zu laufen, haben wir, wenn wir hier über dieses kleine Zwischentief äh, zwischenhochlaufen. Also, wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier, dieses Level, dieser Drehbereich hier ist der Unterstützungsbereich. Ne? Das mache ich gleich auch mal grün. Und wenn das Ganze wirklich hält und sich über diesem Level ein, äh, ein, ein höheres Tief bildet, so wie wir es jetzt auch haben, und wir dann oben drüber gehen, dann haben wir wirklich eine gute Chance hochzulaufen. Auch das skizziere ich noch einmal, damit das Ganze besser erkenntlich ist. Also hier ganz kurz die Korrektur auf diesem Bereich. Das ist das hier. Das ist der Trend, der hier nach unten läuft. Schön nach unten durch. So, zack, unten rein. Und wenn wir es jetzt tatsächlich schaffen, oben drüber zu laufen, direkt vielleicht auch schon, das wäre natürlich hochinteressant an diesem Punkt. Also hier, bitte, das ist das Level oben. Die, was haben wir, 66, 9, 66, 9, 067. Da müssen wir tatsächlich drüber und. Das ist der Weg, den wir hier nach oben dann vor uns haben. Und im kleineren Bereich haben wir dann natürlich die Zwischenhochs, die wir anlaufen können. Also hier, das ist die wichtige Marke. Dann dieser Punkt hier oben, ganz knapp etwas über 0,67,1. Und dann haben wir den Weg hier oben schon. Das wäre dann die Trendfortsetzung. Und da hätten wir dann das Zeichen, dass der Markt von unten rauflaufen will. Und das Level jetzt wäre wirklich eine schöne flache Korrektur. Und wenn wir da direkt den Bums nach oben bekommen, das wäre wirklich Grandios für die Stärke. Ansonsten sollten wir hier unter dieses Support-Level abverkaufen. Dann müssen wir uns ein bisschen zur Unterseite hin orientieren. Heißt zur Unterseite orientieren. Wo sind die Anlaufpunkte unten hier? Die Swinglos. Da um die 0,664. Das ist ja auch ein Drehbereich. Und dann das Tief hier unten. Erst einmal im groben Bereich um 0,66150 bis 2. Das Level hier unten als Anlaufmarker mit Blick auf Australdollar, Schweizer Franken. So. Dann schauen wir an dieser Stelle auf das Währungspaar Australdollar japanischer Yen. Und ich sehe auch gerade, äh, dass hier an dieser Stelle Zoom jetzt mitläuft. Ja, wunderbar. Ähm, ich weiß, da waren auch gestern die Anfragen vom WTI. Ich habe das WTI mittlerweile schon besprochen. Ähm, das heißt, ich war schon beim Öl. Ähm, da bekommen wir jetzt auch gerade äh, eine, eine Frage, äh, das heißt an dieser Stelle bitte nachher ich stelle das Video dann direkt auch unmittelbar in den YouTube Kanal von Tickmill. also wer da auch gerne mal reinschauen möchte, bitte Tickmill den YouTube Kanal einfach ein Like geben, dann bleibt man immer dabei, dann verpasst man nicht, wenn ich die Videos auch hochstelle. Das heißt, dort bitte nachher einfach mal reinschauen, dann haben wir das ganze besprochen. Ju, wir machen weiter mit dem Währungspaar Australdollar japanischer Yen. So, also da ist er da, Australdollar japanischer Yen. Hier der 4 Stunden Chart und da kann man schon erahnen, ja, was der Seidel hier gleich wieder Zeigen wird. Ich muss noch mal ganz kurz hier den Chart ein bisschen aufräumen, dass es uns nicht gleich überfrachtet, wenn wir in den Tageschart reingehen, denn es ist immer wieder das gleiche Spiel hier. Schaut euch mal an, was hier passiert. Wir verharren hier wirklich auf einem sehr, sehr schönen Level. Hier oben äh, dieser Bereich, das ist da, wo wir es haben. Ja, und damit haben wir diesen Widerstand hier oben schon mal da. Moment, den mache ich auch gleich als Widerstand. Da ist er, zack, ring, ring, ring. Da oben, das Level, hier, da müssen wir drüber. Da geht es zur Trendfortsetzung. Und das Coole an dieser Stelle ist wirklich, dass sich das, was wir hier besprochen hatten, mittlerweile auch bewahrheitet. Die Chancen sind halt da und das ist immer wieder so genial. Und zwar, das sind so diese Trendwechsel, ja, wo viele sich immer wieder sagen, na gut, wenn ich das eine verpasst habe, kann ich nichts mehr machen. Leute, wir haben immer wieder zweite Chancen, ja. Und wenn wir uns diesen Chart mal anschauen, ja, dann haben wir hier erstmal das initiale nach oben hin, auch das skizziere ich mal einfach ganz kurz hier rein mit meinem Zeichentool. Das heißt, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, schaut mal, das war der Trend nach unten, der kurzfristige. Dann haben wir bekommen hier diesen Schub nach oben, das war Nummer 1. Und zwar hat dieser Schub nach oben auch wichtige Level rausgenommen und ist natürlich auch über das Widerstandslevel hier oben drüber gelaufen, um die 7650. Das ist dieser Bereich hier. Ne? So, was kam dann? Dann kam eine Korrektur hier, eine schöne Flagge an dieser Stelle. Also ein schöner Trendkanal, der nach unten lief. Wo hat er aufgesetzt? Genau hier unten in dem kleineren Bereich, als wir nach der ersten leichten Korrektur deutlich nach oben gegangen sind. Und jetzt schiebt der Markt schon wieder oben rein. Und da oben wird es jetzt sehr, sehr interessant zu sehen, was passiert. Weil wir haben es gestern gesehen. Wir haben ein bisschen wohler gehabt an dieser Stelle. Das sehen wir bei der Kerze, die wir hier gestern hatten, bei der Tageskerze hier. Der Markt will hier oben drüber. Wenn das Level tatsächlich oben wegfliegt, dann haben wir gute Karten weiter reinzulaufen. Wo kann es hingehen? Schaut mal, schaut euch mal diese Kerzen hier oben an. Das ist ein Verkaufsbereich um die 77,45 bis, äh, bis 77,50. Das ist ein sehr, sehr spannender Bereich. Und dann natürlich hier oben die, das Hoch bei 78, knapp 45. Das sind die Marker, die Potenziale, die wir da haben. Und wenn wir hier mal kurz. In den 4-Stunden-Chart reinschauen wollen, dann haben wir hier was auf der Uhr, was durchaus interessant ist. Und das zeigt uns an, wir kontrahieren hier nochmal unter dem Widerstandsbereich. Und wenn diese Kontraktion sich jetzt nicht deutlich auf die Unterseite ausbaut, sondern wirklich oben drüber läuft, dann sammelt sich der Markt hier auf einem hohen Niveau. Es gibt kein Verkaufsinteresse. Und das ist oft ein Indiz dafür, dass es hier nach oben durchaus weiterlaufen kann. Und wenn ich das Ganze mal kurz hier ein bisschen weiter zusammenraffe, noch, ich muss da die Zeiteinheit. Ein bisschen kleiner machen ähm, an dieser Stelle, dann sehen wir halt auch hier drüben genau das, was ich gerade im Tageschart auch gesagt habe. Dieser Bereich hier oben ist im Verkaufsbereich, das ist mal das nächste Anlauflevel und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn das dann auch noch aufgekauft wird, ja, dann stehen wir hier oben Richtung 78, 44, 45. Gute Chancen hier zur Chart-Oberseite. Das mit Blick in australischer japanischen Yen. So, jetzt brauche ich mal kurz einen Schluck Wasser und dann kümmere ich mich noch um die Fragen. Wasser, auch ein Investment für die Zukunft. Ne? Es gibt ja mittlerweile ähm, Überlegungen, dass man auf Wasser einen Future auflegt. Ne? Das, das sieht man mal die Bedeutung. Von diesem Gut auf unserer Welt. So, okay. Gut. Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Da ist es. US-Dollar kann Dollar war noch gefragt. So. Machen wir. Und zwar muss ich mal kurz schauen. Auf der Short-Seite mit Ziel 2930. Also natürlich 1.2930. Ja? Schauen wir uns mal an. US-Dollar, kanadischer Dollar. Der sogenannte kan dollar hier an dieser Stelle. Wir sehen es. Schöne Bodenbildung hier unten momentan. Allerdings ist das der 5-Minuten-Chart, ja. Der Tag sieht ein bisschen anders aus ähm, an dieser Stelle. Und wenn wir uns den Tag hier mal anschauen, ähm, dann sehen wir, dass dieser Chart uns richtig dazu einlädt, einmal vom Tag in die Woche zu gehen. Warum? Weil wir hier in der Woche die wichtigen Anlaufbereiche sehen. Ja? Und dass die Anlaufbereiche, die wichtigen, die wir jetzt für die Planung nach unten brauchen. Moment, ich skizziere es kurz. Das sind die Level in der Historie. Deswegen bitte nicht immer nur auf die kleinen Zeiteinheiten schauen, sondern gerne auch mal in die größeren rein. Ja? Und da sehen wir halt hier. Wo sind wichtige Auffanglevel hier? Dieser Bereich, sowas hier, sowas hier, sowas hier. Ne? Das sind Marker. Die durchaus Potenzial für die Unterseite haben. Das ist das eine. Das andere, was wir hier immer wieder mit im Blick behalten müssen, ist die Tatsache, was läuft denn hier gerade. Ne? Das heißt, Nummer eins natürlich, wenn man sich das lange Bild mal anschaut, wir sind hier natürlich aus einer starken Konsolidierung massiv nach oben gegangen. Und was ist dann passiert? Dann trendet es nach unten. Also hier, grob, das Ganze mal am Laufen. So. Das ist jetzt rausgenommen worden. Ne? Wir sind hier unten unter äh, das kleine Zwischentief hier gelaufen im Spike. Dort natürlich dann direkt wieder hochgekehrt, natürlich ja. Aber wenn das jetzt nach unten geht und damit gehe ich gleich auch oder darauf gehe ich gleich mit in den Tageschart auch mit ein, wenn wir hier tatsächlich runterfallen. Anlaufmarker, Anlaufmarker. Anlaufmarke, da ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial zur Chartunterseite da. Deswegen einfach mal in die großen Charts reinschauen. Das sind übrigens auch die Bereiche, die die Big Boys im Blick haben, ja? Die ganz, ganz großen, die gucken nicht in den Minutenchart oder in den Stundenchart. Das ist denen völlig wurscht. Die Institutionellen, die suchen ihre Marken in den großen Charts. Es gibt dort immer wieder Levels, ja, wo die aktiv werden, auf der Oberseite und der Unterseite. Und das ist halt der Punkt, das sollten wir Privaten uns auch mal hinter die Ohren schreiben. Dort, wo das richtig große Geld sich bewegt, ist nicht im Stundenchart, sondern das richtig große Geld initiiert die Bewegungen an diesen ganz, ganz wichtigen Stellen. Da gibt es eine Menge von, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir dadurch langweilig sind. Wir sehen ja, ich gucke hier jeden Morgen rein und ich bringe jeden Morgen Handelsideen, ja, auch in diese Richtung mit rein. Da gibt es genug zu tun. Nur. Schaut bitte auf solche Marken, auf solche Level, weil dort werden wirklich sehr, sehr nachhaltige Bewegungen initiiert. Und wenn man dort an solchen Situationen rankommt und reinkommt in die Positionen, na, hier haben wir sowas um die 1,33,80 beispielsweise gehabt. Wer das schafft, das auf der Uhr zu haben, der kann damit Echt mega mäßig relaxed, richtig gutes Geld verdienen. Und dann kann man die Position wirklich schön benutzen, schön traden und sich immer wieder in die laufenden Bewegungen reinkaufen. Das sind die Punkte. Deswegen schauen wir da hin. Und die Frage, die jetzt hier gestellt wurde, ist eine sehr, sehr wichtige, denn... Wenn wir uns das Level momentan mal anschauen, wo wir stehen, ähm, kurzen Augenblick, ich auch diesen Chart räume ich mal ganz kurz auf an dieser Stelle, ähm, dann sehen wir hier natürlich aktuell, dass wir hier einen wichtigen Supportbereich unterschritten haben. Und das ist das, was jetzt wirklich interessant wird, denn aus Sicht des Tagescharts, wenn ich den mal kurz noch größer mache, ist der nächste Anlaufpunkt hier unten das kleine Zwischentief bei 1,29,28 in etwa. Das haben wir da und wenn wir uns diesen kleinen Bereich, diesen letzten Schwung nach unten mal anschauen, also es dürfte mittlerweile jedem klar sein, dass wir hier nach unten trennten und dass wir mittlerweile unter das Support-Level gerutscht sind und wir das Support-Level jetzt von unten testen. Und wenn es da jetzt dazu kommt, dass wir hier unten unter das Tagestief von gestern drunter rutschen, also hier ganz groß die Marke 12895. Äh, das wäre dann die Initialzündung dafür, dass wir im kleinen Bereich nach unten laufen. Und da gehen wir jetzt mal in den 4-Stunden-Chart rein. Und da sehen wir, hier ist nichts dazwischen, was großartig aufhalten kann. Und wir haben jetzt hier an dieser Stelle auch schon die Systematik, dass wir sehen, der Druck kommt tatsächlich jetzt von oben nach unten. Und wenn wir hier drunter wegfliegen, dann ist der Weg halt offen. Und das ist die Chance, die wir hier durchaus auf der Chartunterseite haben. Sollte es nochmal ein bisschen nach oben gehen, dann wird halt aus diesem Dreieck eine Seitwärtsphase, eine sogenannte Schiebephase, ja. Ähm, aber wie schon gesagt, der Bruch nach unten, solange wie wir hier nicht über diese 1,30, äh, 80 drüber laufen, ist hier mit dieser Abwärtsdynamik auch alles in Ordnung. Ansonsten wäre das der Schub nach oben rein in diesen Drehbereich hier um die knapp 1,31. Aber aktuell, wie schon gesagt, hier unten, das ist das wichtige Level. Wenn wir da drunter wegfliegen, wird der Weg freigemacht unten Richtung Tief hier. Was war das für ein Tief unten? Das war gewesen am äh, 9. November und das ist dann der nächste Anlaufpunkt auf der kurzfristigen Seite. Ich hoffe, es hat geholfen. Das Ganze hier an dieser Stelle ist ganz, ganz wichtig. So. Gut, weitere Fragen sehe ich gerade nicht. Das heißt, an dieser Stelle sage ich auch heute wieder danke fürs Zuschauen. Ähm, an dieser Stelle, wir gucken nochmal ganz kurz auf den DAX. Ja, das ist ja immer wieder interessant. Und im DAX sehen wir hier oben ein Verharren auf relativ hohem Niveau. Hier 13.300 Punkte. Äh, das ist das Level, wo wir drin kleben. Wird das weggenommen hier, dann geht es hier oben rein. Aber ich rechne. Leider muss ich sagen, äh, aber es ist halt so, wenn USA zu haben, dann kommen wenig Impulse. Ähm, und wir sehen halt auch von der Nachrichtenseite relativ wenig Impulse. Wenn wir allerdings oben drüber wegfliegen, könnte es relativ schnell zum Allzeithoch hier oben reinlaufen. Fallen wir um das Tagestief von gestern drunter, dann, ja, dann geht es hier in Richtung 13.200, 13.100 Punkte. Das sind dann so kurzfristige Auffanglevel, die wir da durchaus mit auf der Uhr haben sollten. Aber im DAX momentan alles schön in einem soliden Bereich oben. Oh, und wir laufen oben seitwärts. Wenn wir mal kurz in die Stunde wollen, dann sehen wir es halt auch. Ich mache mal kurz die Trenderkennung hier raus. Äh, die verwirrt an dieser Stelle nur. Also wir sehen es hier. Korrektur ist da, der kleine Aufwärtstrend ist auch intakt. Wir sind hier schön nach unten gelaufen, jetzt wieder hoch. Also dieses Level zwischen breit gefasst 13.250 und 13.350, das ist jetzt der Schwungbereich, den wir hier haben. Und je nachdem, wie sich das Ganze auswertet, also schieben wir oben drüber, dann kommt das Thema Allzeithoch mit rein, fallen wir unten drunter, ja, dann haben wir den Anlaufpunkt natürlich erstmal hier um die 13,2. In etwa. Das ist das, was man durchaus hier mit auf der Uhr haben kann. Mehr zu den Charts, zur aktuellen Analyse der Situation machen wir morgen. Dann nehmen wir uns wieder Zeit, ganz genau die großen Indizes äh, auf die Uhr zu nehmen. Wir sprechen morgen auch über den Euro. Da tut sich ja momentan auch einiges. Ich mache mal ganz kurz hier für die Vorschau für morgen noch den Euro-Chart auf. Auch wenn ich schon angefangen habe Tschüss zu sagen, ähm, will ich das Ganze trotzdem noch hinten dran hängen. Hier schaut euch den Euro mal an. Wir gehen morgen auf den Euro mal wieder im langen Blick. Ja, und dann nehme ich mal ganz kurz hier. Das rein, äh, was ich vor längerer Zeit schon mal gehabt hatte hier. Äh, das ist <laughs> hey, yo, ho, Das ist der Euro-US-Dollar. Das hatten wir gemacht äh, und seitdem sind wir hier long unterwegs. Auf der Seite das große Bild, da tut sich einiges, was dieses Bild, was ich dort besprochen hatte, untermauert. Ähm, da reden wir morgen ganz in aller Ruhe. Wir haben die Zeit dazu, die nehmen wir uns natürlich auch Zeit für Ihre Fragen. Das heißt, morgen bitte wieder reinschalten. Äh, 8.30 Uhr geht es los mit Handelsideen, mit der Nachrichtenlage, mit dem, was nächste Woche an Nachrichten auch auf uns wartet. Äh, ja, und dann auf die großen Charts. Das heißt, die Indizes stehen morgen da, der Euro steht da und alles, was Sie sich selber wünschen. Danke fürs Zuschauen, jetzt wirklich und bis morgen. Und ich denke, morgen wird an dieser Stelle auch Zoom wieder pünktlich starten. Danke und bis dahin allen gute Trades. Tschüss.